Seit dem letzten Jahr veranstaltet der Handballclub Leipzig ein Feriencamp für alle handballbegeisterten Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. Wir haben uns heute eine Trainingseinheit genauer angeschaut, die von echten HCL-Spielerinnen geleitet wurde. Und eine angenehme Nacht. Heute Vormittag ist die Anja Röster dabei und unser Neuzugang, die Anne Müller. Und die werden dann den Kindern technische Hinweise dann geben oder taktische Hinweise geben und auf die Mädels zugehen und mit denen sprechen. Mir macht Spaß, mit Kindern zu arbeiten und ich denke, dass es für die Kinder auch schön ist, wenn sie da ein bisschen mal so eine aus der Bundesliga zum Anfassen haben. Und das merkt man auch, die geben das einem sofort zurück und freuen sich und das macht einfach auch den Spaß an der ganzen Sache aus. Wir werden uns auf jeden Fall da hinstellen und probieren, denen ein bisschen zu helfen, wie das halt dann aussieht, damit die da ein bisschen wissen, wie 6 gegen 6 und dass sie da ungefähr die Taktik dann ganz gut finden. Voriges Jahr wurde der HC Leipzig von Fielmann und FVZ angesprochen, für Kinder so einen Erlebnishandballtag zu organisieren. Die FVZ hat das dann im Rahmen eines Coupons gemacht. Da konnte man sich anmelden und wer Glück hatte, war dann unter den 100 Kindern, die dabei sein durften. Im koordinativen Bereich sollen sich die Kinder schulen lassen. Also der Umgang mit dem Ball und der Körper macht halt verschiedene andere Bewegungen dazu. Also dass die Anforderungen komplett unterschiedlich sind. Danach werden die Kinder dann noch in verschiedenen Varianten gegeneinander spielen. 3 gegen 3, 4 gegen 4. Es wird dann halt dann praktisch immer so methodisch aufgebaut, dass der Schwierigkeitsgrad auch steigt. Ja, also es haben Spielerinnen sich hier super gut präsentiert, die jetzt aber nicht in Leipzig spielen, sondern aus dem Umfeld kommen. Und auf die hat man natürlich dann ein Auge. Wir haben ja die Namen bekommen und werden uns auch dann mit den Eltern nochmal nach dem Turnier kurz schließen. Da werden wir weiter aufpassen auf die Mädels, ein Auge drauf haben.